Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 Multiplayer auf der Hopfach-Map mit dem Garderol, mit dem Randy und mit dem Ansgar. Hallo. Mahlzeit. Zeit. Hallo. Wenn du das Eis für deine selbstgebaute Klimaanlage allerdings aus dem Kühlschrank nimmst, der in deiner Küche steht, wo auch die Klimaanlage steht, Über was habt ihr gerade gesprochen? Ah, egal. Klimaanlage selber bauen? Zwischen den Folgen, wir haben ja zwischen den Folgen hier rumgemacht. Ich muss das aufnehmen nächstes Mal. Ja. Haben wir noch Themen? Weiß nicht, Garderol, hast du ein Thema? Der Garderol, der fragt immer so, als ob er selbst noch was hat. Also ich habe ein Thema. Ich weiß nicht, ob Garderol das ansprechen möchte. Gucken wir einmal in mein Handy rein, ob da in der Nachrichtenspalte noch was Tolles ist. Ach, weil wir haben ja traditionsgemäß, muss ich ja damit ablenken. Warte mal. Tradition. Was ist schon Tradition heutzutage? Wird sowieso mit Füßen getreten. Attention, attention. Was war denn hier? Ali, B, nee. Was? Da kann nur Scheiße dabei rumkommen, so wie das momentan ist, weil ich habe mich zum Beispiel zum Aufnahmezeitpunkt heute Mittag mal wieder mit Alex unterhalten, hier der gute Mann aus Kanada, nach Ewigkeiten, nach Monaten. Ja, da sind wir auch relativ schnell auf den Konsens gekommen. Ja, egal wie scheiße es bei euch läuft, bei uns läuft es beschissener. Und, aber interessant. Wie kommt man darauf? Erstmal ging es so um YouTube in allgemein, weißt du, so wie hier und da und so weiter und so fort. Und was ist eigentlich aus dem Thema geworden? Ach du Scheiße, okay. Und ja, wie läuft es bei euch momentan? Welches das wohl gewesen sein Also wird. Immer so positive Themen alle, weiß nicht. Ist richtig. Dann so, wie läuft es bei euch da drüben? Ja, so und so und so und so. Oh, jetzt so und so ist wieder am Start. Genau, und dann so, ja, da ging es so halt auf privat, ne, wie läuft so Jobdings? Ja, hier und hier, wie sieht's bei euch so aus? Ja, also privat so und so. Und dann halt so, ja, wie läuft's bei eurem Land so? Ja, so und so, und wie läuft's bei euch so? Ach du Scheiße. Und, das ist richtig, inhaltlich ist das Wahnsinn, so tief hier gerade. Ja, also ich muss ein bisschen langsamer sprechen. So und so und so und so und so. Wow. Das sind ja solche Themen, die will ich ja gerne. Das sind ja die Garderobe von seinen News-Sporter abliest. Die will ich natürlich ja nicht ausbreiten. Von Herrn Ali B, oder was? Vom Alibi zum Beispiel. Nee, da steht hier, Daimler muss 238.000 Dieselfahrzeuge in Deutschland zurückrufen. Das betrifft vielleicht 3% unserer Zuschauer. Ja, weiß ich nicht. Benz, Ansgar halt. Und ich hab keinen Benz. Ja, YouTube mal hier. Was? Hast du nicht den gleichen dicken Karren wie Apo Red? Leider nicht. Hast du einen Führerschein? Ja. Okay. Hat er gerade einen Führerschein oder nicht? Ich bin sogar mittlerweile aus der Probezeit raus. Also locker. Darfst du jetzt was trinken oder wie beim Fahren? Aber genau, ich bin jetzt über 21. Was denn? Ich habe sogar noch damals mit 15 den Trägerführerschein gemacht. Trägerschein. Ja. Weil wenn ich vorher schon immer ohne gefahren bin, dann aber irgendwann... Oh, dann darf man nicht alle Trecker mitfahren, ne? Die großen darf man damit nicht fahren, oder? 32 km/h. Ja. Km/h, danach geht das? Ich dachte, das ging nach Damals Tonnen. War das so, ja... Also, bei einem 30er-Führerschein hieß der damals. Das war aber irgendwie anders. Ja, das war nur ein Blatt Papier, glaube ich, oder? Marendi, machst du hier nicht noch so breit, oder wie? Ja, sie haben sich nicht von hinten angekündigt. Wie viele Fahrstunden hat man da bei so einem Treckerschein? Ach, das war nicht viel. Ja, das kann ich mir vorstellen. Deswegen frage ich, man kann ja schon fahren. Das war nur Theorie. Fahren gar nicht? Nee. Ja, das kann man auch schon, ne? Ja, mit der Begründung, die Bauernjungen, die fahren ja eben im Trecker am Hof rum, das wissen wir ja schon. Jetzt wollen wir nur, dass wenn die mal über die Straße fahren, dass sie wissen, hier, das Ding ist ziemlich breit und... Es ist einfach so, es war damals eine andere Zeit, ne? Ja. Heute ist es unvorstellbar. Aber es ist heute... Heute ist es unvorstellbar. Ja, also ich kann mir ja, Klick hatte ja beispielsweise auch, der hatte ja eine Lehre als Obstbauer gemacht, das ist ja so ein Beruf, den gibt es heute auch nicht mehr oder kaum noch. Und die sind da ja auch mit Treckern und Co. gefahren, da hatte keiner einen Führerschein, das hat damals keinen interessiert, das war so Ende gut, 90er, aber Anfang 2000er. Am Feld, am Hof ist ja auch okay, ne? Wenn Papa den Trecker aufs Feld fährt und so, dann ja, geht aber alles. Ist es okay, aber wenn dann was mal passiert? Eben, ja, genau, und dann mal eben hier von dem Feld, das sind doch nur 500 Meter bei der Straße und dann fährst du ein Kind platt, was dann? Genau. Ja, nee, das muss schon sein. Da ist das Geschrei wieder groß. Nee, das schreit nicht mehr so lange. Was? Hallo, also jetzt ist aber bitte. Also, nee. Hallo. Ich habe mir heute ein Video angeguckt, da ist eine Gänsefamilie über die Straße oder nee, oh, über so einen Fußgänger. Nee, sag's nicht, komm. Die armen Tiere. Und dann ist eines von den kleinen Entlein im Gullideckel im Loch. Nee, blub. Lass mich jetzt erzählen.
Da ist eine Gänsefamilie über den Radweg und den Fußweg da eben gewandert und das war ganz idyllisch und so und der Typ hat das gefilmt und dann kam so ein dämlicher Fahrradfahrer an und ist einfach über eine Gans da drüber gefahren, über ein kleines Gänschen oder wie man das nennt. Wahnsinn, wie dumm Leute sein können. Ich hoffe, dass der gefasst wird und dass dem da irgendeine Strafe bekommt. Das tut ihm richtig weh, wenn er dann 50 Euro bezahlen muss für Tierquälerei. Ja, aber dass der auch öffentlich gesucht wird, also das würde ich ihm wünschen. Ach, dass komm. Er ein bisschen geächtet wird für diese Aktion. Vergiss es, weil ich fand nicht das in Deutschland. Unnötig. Ja, vor allen Dingen mit einem Fahrrad, der hätte gut bremsen können. Nee, das hat mich wirklich erzürnt und aufgeregt. Naja, gut, aber ich wollte das nicht ablenken. Das wird es bei dem Mann mit den langen Ohren nicht geben. Muss ich kurz überlegen. Der Mann mit den langen Ohren. Jetzt bin ich gespannt. Bock fährt kein Fahrrad. Ach, ist das Mahlzeit? Ach, kurz, der hat doch keine langen Ohren. Ach so. Doch, doch. Was? Der hat Segelohren. Was hat der? Aber richtig. Nee, der hat den Ohrenkleber. Okay. Wer war denn das, was immer Ohrenkleber verwendet hat? Sonja Kraus, glaube ich, war das. Was haben wir denn für Themen hier? Ich weiß auch nicht. Bei Segelohren? Ja. Gibt wirklich Leute? Echt? Ja, gibt's wirklich. Und, kennst du das nicht? Echt? Ja. Quatsch. Echt? Ja. Wow. Was? Kannst du das nicht? Kanntest. Ihr wollt mich jetzt gerade verarschen. Was denn? Da was denn? Ohrenkleber. Das ach, glaubt er nicht, ne? Ja, ja. Hab ich aber auch schon mal gehört. Was die sowieso Quatsch. Alles ankleben und tackern und so, die tragen ja auch Binden unter den Armen und so, damit die haben wenn auch das Talkum nicht reicht für wenn die schwitzen halt, ne, weil die Scheinwerfer so heiß ist und so. Die haben auch teilweise solche Wäscheklammern am Rücken, damit die Spannungsfalten der Anzüge nicht sichtbar sind. Ja, wobei, aber das sind das konntest du gut sehen oder? bei RTL auch, aktuell auch, hier, auch. Dieser neue Typ da, ne, dieser neue Moderator, der Klöppel-Nachfolger da, der hat, normalerweise trägst du den Anzug im Fernsehen immer eine oder zwei Nummern kleiner. Immer. Ja. Damit genau das nicht passiert. Und das hatte der nicht. Und das sah so komisch aus, wenn der da diese Klöppelanzüge aufgetragen hat. Der hat ja keine breiten Schultern, der Typ. Und dann stehen da so die Schultern ab und die Faltenwurf. Und das sieht so unnatürlich aus, weil du es halt anders gewohnt bist. Ja. So, ja, das Thema Mode haben wir also auch abgehakt für uns. Ja, super. So. Das würde ich auch jedem empfehlen. Beim Anzugkauf sich immer beraten lassen und nicht so kaufen, wie man selbst das machen würde. Ja. Das endet, am besten glaube ich, schief. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Oder? Am besten seid ihr beraten, wenn ihr so eine ältere Dame habt, die das schon jahrelang macht und die dann euch bedient. Herrn. Ja. Alter, das steht ja aber. Was? Nee, ja, ich hab's, keine Ahnung, vor 3 Monaten oder sowas habe ich mir einen gekauft und. Ja, da zu sehen auf Instagram. Instagram.com/NordrheinTVPlay. Ja, egal, jedenfalls darf. Da man muss gucken, wo man bleibt, ne? Man muss gucken, wo man bleibt. Ja, für das Placement kriegt man 50 Euro, deswegen. Super. Und da war ein älterer Mann und der war super nett. Also das war jetzt auch nicht die so, wie es gerade dargestellt. Ja. Sondern der war wirklich super nett und auch super kompetent. Ich meine, der wollte natürlich auch verkaufen und der hat auch gut Cash gemacht damit. Nee, weißt aber, du. trotzdem, also. Ja. Ansgar? Hast du nochmal einen vollen Ladewagen voll Stroh? Ich würde gleich nochmal einen bringen, also wir haben kannst noch den, ordentlich. Kannst du den hinten zu dem Strohpellet-Produktionsgerät bringen, bitte? Na sicher, dat. Das dann mach ich fertig. Ja, dat. Ja. Naja, ich hatte bis heute noch nie einen Anzug gehabt. Wäre ich auch, denke ich mal, so schnell nicht haben. Zur Farmkont geben wir einen Anzug. Ja, der würde dir aber bestimmt auch gut stehen. Alleine, also ich freue mich alleine schon bei der Gamescom an diesen Business Day da. Das geht mir ja schon dermaßen auf den Sack, dass ich da eine lange Hose tragen soll. Ja, das ist auch wirklich unverschämt. Also, weil die sich erlauben, du. Ja, das verlangt ja keiner, aber meine Umgebung schreit mich ja an, dass ich eine lange Hose anziehen soll, weil das kommt seriöser rüber. Wo ich mir so denke, Junge. Ja, Junge. Es sind 30 Grad Minimum im Schatten. So, ich habe eine Frage. Die pressen dich an dich dran. Aber Hauptsache, ich trage so eine scheiß lange Hose so. Im Businessbereich rum, Löwe. Ich komme da im Unterhemd an. Ich finde das Blödsinn. Ja, du trägst so? deine Flanellhemden und deine Cargohemden. die Wildlederschuhe, ja. Ja. Du tauchst ja eh auf, wie als wärst du der CEO von 10 Firmen. Aber das passt ja auch zu dir, aber zu mir passt es ja nicht. Trag einfach nur Hemd. Ja. Trag nur Hemd.
mit Knöpfen. Du trägst auch immer Hemd, Werner. Das ist richtig. Randy? So. Ja. Hast du eine lange Hose? Eh eine ganze, ja. Okay. Das soll jetzt nicht beleidigend sein. Das ist aber risky, wenn die dann mal kaputt geht. Da hab ich ja Pech gehabt. Dann hat er gesagt, ich hab's versucht, Jungs. Stimmt. Weißt du? Aber wie ist das, wie muss ich mir das vorstellen im Winter? Ja. Ja, wenn man jetzt nicht vor die Tür geht. Da ist er schneller wieder zu Hause. Ja, okay, dann ist er schnell wieder zu Hause. Ja, okay, verstehe. Ich halte es ja bei den Klamotten sehr pragmatisch. Erstmal sind es keine Morgenklamotten, weil da reizt mich ja gar nichts dran. Gut verständlich, ja. Und dann ist es ja pragmatisch. Eine lange Hose im Jahr, die ist dann so Herbst-Winterzeit im Endeffekt, ne? Die wird dann halt einfach öfters, Sommer- und Winterreifen, öfters, ja, richtig, genau. Die wird dann halt einfach öfters gewaschen und fertig aus. Und dann habe ich eine Hose vor der Bude. Weißt du? Da habe ich eine Hose vor der Bude, so eine kurze Hose vor der Bude. Und dann habe ich noch zwei Dreiviertelhosen oder Halbhosen für den Sommer. Und das war's. Ja, und einen Haufen T-Shirts. Ja. Und für den Sommer halt noch solche, wie nennt man das? Keine T-Shirts, sondern Sweatshirts. Ja, Polo. Okay, sondern. Nee, solche. Ja, dickeres Zeug und Kapuze hinten dran. Wie ist denn das? Hoodie? Hoodie, genau. Solche Hoodies für den Winter. Ja, von Hunter, Call of the Wild, ne? Genau. Der ist aber so flauschig. Ich weiß. Das Teil ist geil, oder? Wieso hab ich eigentlich keinen? Das Pressekit nicht gekriegt, würde ich behaupten. Aber jetzt mal ehrlich, die sind richtig geil. Also ich trag sowas gar nicht, aber da, in das Teil bin ich sowas von verliebt. Was trägst du denn immer? Auch Flanell? Achso. Nee, nur Unterhose. Nicht. Ja. Und dann brauchen wir nicht waschen. Mahlzeit! So. Warte mal. Donation reingekommen. So. Oh nein! 500 Euro. Und dann verließen sie ihn. Bibi. Schön, dass du euch mal lauter Freude meine Anhänger vergisst. Atzka, komm mal jetzt ran hier. Ich komm. Ich erscheine gleich, sagen wir es so. Kommt mal noch andere Themen? Aber was würdest du hinaus machen? Ja, genau, was musst du denn auswählen? Warum? Was? Ich habe nur gefragt, ob du eine lange Hose hast. Ja, ich habe eine lange Hose, habe ich, ja. Weil kann ja auch sein, dass du sagst, ich brauche keine, ich habe keine. Thumbnail und Videotitel ist safe. Eine lange also, Hose. Also das Dialoge hier. Also ich sag mir immer wieder so, ich trage so lange Dreiviertelhosen oder kurze Hosen, wie so lange wie kein Schnee liegt. Ne? Aber wenn du jetzt so eine Hose hättest, wo so ein Reißverschluss, dran ist, wo man die Beine abmachen kann, dann wärst du, glaube ich, völlig überfordert, oder? Das hatte ich damals, die Schulzeiten. Das war eigentlich gerade das war so eine Kombi-Ding. Da konntest du einen Reißverschluss abmachen, hattest du eine Halbhose oder halt eine Vollhose gehabt. Das war eigentlich ganz cool, war aber ganz komischer Stoff. Aber, ja, nee. Aber wie gesagt, ich finde das halt, mich nervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir geht, das ist halt immer so die Sache, was ich mir sage, mir ist mein persönliches, also was Leute, also wenn mich Leute angaffen und denken, Alter, wie scheiße sieht der denn aus? Das geht mir so also dermaßen am Arsch vorbei, auch in so einem Bereich. Weil mir geht dann der Komfort über den Erscheinungsbild. Und ab ich da jetzt hinkomme, ja, zu Astragon, zu Aerosoft, hab mein Kameradude mit dabei und zieh die Dinger trotzdem professionell durch und alles. Und ich hab jetzt, man sieht die Hälfte von den Beinen, ja. Oder ich hab eine schwarze Hose an und ein Karohemd. Ja, und mach meine Dings super. Das ändert nichts. Ja, Jürgen von der Lippe hat so ist zur Welt rumgeschafft. Hm. Naja, also von daher, das ändert in meinen Augen nichts. Und nur weil da, keine Ahnung, da in dem Businessbereich ein Haufen Anzugträger rumlaufen, die denken, die sind auch was Besonderes. Und haben eine tolle Firma. Da kann ich auch nicht drauf. Ja, also von daher muss ich persönlich nicht haben. Deswegen sage ich mir da, ich gehe da mit kurzer Hose. Also letztes Jahr habe ich eine lange Hose getragen. Um einfach den Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Muss allerdings sagen, mir hat es auch absolut nicht gefallen. Ja, weil da waren da bestimmt an den einen Tag, es waren Minimum 35 Grad im Schatten, da gehst du einfach nur ein. Das muss ich nicht haben. Da muss Luft unten rankommen, das muss durch sämtliche Öffnungen durchströmen, dass man da wenigstens ein bisschen klimatisiert hat. Mahlzeit. Werner, wo sitzt die Strohpelletanlage? Ich suche dich, aber du bist irgendwie nicht auf dem Hof. Ich bin schon wieder weg, weil ich habe gedacht, komm, ich kann nicht so viel Zeit verschwenden. Danke, Werner. Ne, also, danke dafür, Adali. Ein bisschen was vorangehen hier. Herr Müller. So, siehst du mich auf der Karte? Nee, Moment. Da steht Name. Jetzt. Ja. Da muss ich nochmal rückwärts. Da muss ich nochmal runter, ja. Eine halbe Stunde haben wir dann. Ja, schön, ich warte hier noch ein bisschen, ne? Ja, wart mal noch ein bisschen. Randy? Komm ums Eck. Ja. Wie viele Aufrufe hat so ein Hopfach-Video bei dir ungefähr? Durchschnitt 500.
Ich hätte dann erstmal kurz eingeschlafen. Ich hätte mal eine Wette jetzt in Aussicht, aber das machst du nicht, ich weiß ganz genau. Ich bin zu mehr bereit, als du denkst. Wenn es illegal ist, noch mehr. Zeit. Hier rein. Oh, also, shit. Letzte da steht er, ja. Ich hätte gesagt, wenn Randys diese Hopfach-Folge bei Randy 2000 Aufrufe hat, dann kommt ein Anzug auf die FarmCon. Aber er hat keinen Anzug. Also 2000 Aufrufe, das ist sehr utopisch, wenn es nicht die erste Folge ist. Also ich würde das, wenn das lustig. Randy, nimmst du das an oder nicht? Sag's dir jetzt, Randy. Ja, klar, nehme ich es an, weil passiert eh nicht. So, damit ist Randy jawohl. Im Anzug auf der FarmCon, Leute. Das wird geil. Super. Das hast du schon verloren, Randy. Also du unterschätzt die Zuschauer. Das ist richtig. Das hast du jetzt leider. Wir hätten und mit du Likes bist ja Ehrenmann, sollen. Ehrenmann, Randy. Also nee, musst du jetzt ran. Die Ehrenzuschauer geben natürlich nicht nur die Folge angucken, sondern auch ein Like da lassen. Das ne? würde ich auch das sagen. Ehrenmann-Aktion würde das ja hier. So, jetzt hast du mich hier eingesperrt. Was soll ich jetzt hier machen, Ansgar? Oh, das Gott, Problem ist jetzt nur, Moment mal. Das Problem ist ja... Nein, die Folge ist fertig, ja? Nee, das ist jetzt wirklich ein kleines Problem. Also ich will das jetzt nicht groß breit treten, aber Anzug... Rostet. Ja... Ach, das schmeiß mal so zusammen. Direkt nicht sagen, aber da müssen wir uns dann auch was überlegen. Ne? Wir können ja, da finden wir schon eine Lösung. So, wollte ich nur eben anmerken. Aber er hat die Wette angenommen. Er hat die Wette angenommen. 2000 Aufrufe beim Kollegen Sachs. Wenn du das jetzt ist die Saalwette, ne? Das ist die Saalwette jetzt. Was denn, wenn wir es nicht schaffen? Was müssen wir dann machen? Dann müssen wir im Anzug auf die FarmCon. Ja, okay. Ich nehme Anzug mit. Ich habe da kein Problem mit. Ich auch nicht. Ich würde mir sogar einen überwerfen. Let it go. Sag mal so, ich glaube, das wird klappen. Ich denke ja, auch. Moderiert jetzt einer ab? Ja, ich hier. Ja. Hallo, guten Tag. liebe Leute, wir sind erstmal fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne beim Kollegen Sacknetzplayer heute ganz speziell vorbeischauen. Der hat auch ein schönes Video gemacht. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Und bei Randy vorbeigucken, das ist der Sacknetzplayer. Und das Video von heute schauen. Tschüss.